Bonjour, bonjour, Guten bien-aimé, Morgen, bonsoir. hallo, guten Cela Tag, guten dépend de l'heure, Abend, je laquelle vous allez nous nachdem, écouter. um Nous allons welche vous allez Uhr nous entendre ihr diese Botschaft et vous allez hört. suivre ce message si le Seigneur vous fait grâce. Der Herr Nous prêchons schenkt toujours l'évangile Gnade, wir par la grâce predigen du das Seigneur. Nous ne sommes pas meilleurs Evangelium que vous, nur durch die mais le Seigneur Gnade nous a des fait Herrn, grâce de parler parce que nicht nous sommes weil wir intelligents, besser parce que sind maintenant on als n'est pas ihr, interrompu. Et comme nous sondern avons cette occasion, weil der nous Herr allons uns prendre ce diese temps, nous allons Gelegenheit parler. gibt. Mais j'aimerais Die quand même Toten prier avec können vous nicht avant de mehr commencer reden. ce message. Seigneur, merci pour ton Danke, amour, pour ta Herr, grâce, für pour ta deine bonté, pour ta Liebe, für fidélité. deine Merci Gnade, pour für ce temps deine que tu as Güte, permis de für parler deine par le biais de cette Treue. parole avec Danke, ton dass wir peuple, dieses ce peuple Wort qui nous mit deinem appartient et Volk ce peuple qui teilen appartient dürfen. à Das Yahweh. Donc, Volk, das Seigneur, dir merci gehört, pour tout Yahweh. ce que tu fais. Que Danke, ton nom soit Herr, für béni. Nous alles, ne was sommes du rien. tust. Nous voulons rester Wir sind toujours rien. gar Mais que nichts, ton seul nom werden soit immer nichts glorifié sein, parce que aber dein tu mérites einziger toutes les Name soll honneurs. Tu mérites gelobt tous les und honneurs. Tu gepriesen mérites sein, tout. Père, merci weil pour ta du grâce, alles pour ta bonté, pour verdienst. ta fidélité, Danke au für nom de deine Yahushua Gnade, für Mashiach. deine Treue. Bien-aimé, Namen Yahushua comme vous le Mashiach. savez, nous sommes dans un temps vraiment qui est Ihr difficile. wisst ja, Nous Geliebte, parcourons un dass temps wir difficile. wirklich Et in si einer vous sehr regardez combien schwierigen de choses Zeit que le Seigneur leben, a dit dans le livre de Matthieu, chapitre und 24, zwar im ces choses-là Matthäus commencent à 24 se steht auch réaliser. schon La davon Bible nous geschrieben, dit diese clair dans le Sachen livre de Matthieu realisieren 24, sich je vais jetzt. citer en passant un verset, Matthieu, chapitre Wir 24. schauen La uns Bible mal nous den dit, Matthäus puisque le mal sera 24 an. accru et l'amour du plus grand nombre sera refroidi. Und zwar im L'amour du Kapitel plus grand nombre sera refroidi. 24, Quand on parle de ces versets ici dans la Bible, on ne parle Vers pas des gens de 12. l'extérieur. On parle Und des weil gens die qui sont dans l'Assemblée, Gesetzlosigkeit überhand des gens nimmt, qui wird sont die Liebe der qui se meisten disent erkalten. enfants d'Elohim, Das qui se betrifft die disent Kinder Elohims, es betrifft nicht Heiden frères oder d'Elohim, Leute, die parce außerhalb que der prédiez quoi. Gemeinde Donc, Jeshua l'amour sind, du plus grand nombre sondern sera Leute, die refroidi. auch Qu'est-ce qui von veut dire? sich Ne soyez sagen, pas dass sie le cas glauben de an ta Jesus vie. Christus. Il faut bien garder cet amour que le Seigneur Wir t'a donné. müssen Il faut gut bien diese garder ce Liebe que le Seigneur t'a donné festhalten, die der pour Herr toi. uns Le Seigneur nous gegeben a donné hat. beaucoup de choses. Nous Der avons Herr hat reçu uns de par wirklich Yeshua viele Mashiach Sachen beaucoup gegeben. de choses. Durch Yehoshua Donc, Mashiach Père haben wir Céleste, comme viel dit les empfangen, Écritures, diese donc, Gnade. grâce que nous avons reçu de Yeshua à Und Mashiach. diese Je ne voudrais Gnade, pas die vous wir von parler Yehoshua d'amour, mais Mashiach je parle empfangen haben. des armures, Ich möchte heute des aber nicht combattants, von der mais Liebe des armures des sprechen, chrétiens. sondern von den Bien-aimés, Waffen le des temps que nous Christen, sommes von der arrivés, Waffenrüstung ou des le Geistes. temps que nous avons déjà eu dans ce parcours Wir gehen einen Weg sur und lequel wir nous sommes haben auch dans schon la vie einen chrétienne, gewissen Weg nous hinter avons vu uns. beaucoup de choses, nous avons Wir haben vécu beaucoup viel de choses, erlebt et le Seigneur nous a fait grâce und wir haben de viel nous soutenir getan par son und der esprit, Herr hat uns même si immer à haut débat, unterstützt durch il seinen y a des Geist combats ici et in là, allen mais Höhen le und Seigneur nous Tiefen, in soutient allen toujours. Ce que Kämpfen, le Seigneur aber veut der Herr que nous ist fassions immer der pour nous, en Gleiche. tant qu'ensemble, ou Aber wir als Église, ou Christenversammlung, Ecclesia wir sollen auch de weiterhin Yahweh, etwas nous tun für devons Yahweh. vraiment prendre les armes Wir et müssen combattre. Nous avons un deswegen seul die ennemi. Donc, le Waffenrüstung des Chinois, un seul Geistes ennemi, nehmen, le denn diable. wir haben alle den gleichen Les Feind. Européens, ils ont qu'un seul ennemi, Ob c'est es jetzt le Chinesen, diable. Européens, les Asiatiques, disons, en gros, Asiaten, les gens qui sont au Moyen-Orient, tous ceux qui sont Mittlerer disons, Osten, en Nahe Océanie, tous ceux qui Osten, sont en Afrique, in de Afrika, partout en Europe, egal, überall aujourd'hui, in aux Europa, Amériques, in partout, vous Amerika, allez voir que nous avons qu'un seul haben wir ennemi, einen einzigen diable. Feind. Il n'y a aucun Das ist der frère qui est notre Teufel. ennemi, aucune sœur. Es gibt Et si keinen nous Bruder arrivons oder keine à voir Schwester, die unsere Feinde sind, dans ce chapitre sondern que nous der avons Teufel. Lu, le combat n'est pas Und charnel. Paulus sagt uns, dass der Kampf überhaupt nicht fleischlich ist, sondern geistlich. Das bedeutet zwar nicht, dass es keine schlechten oder bösen Menschen gibt. Es gibt Donc, tatsächlich böse Menschen, aber durch die Schriften haben wir die Intelligenz, das zu erkennen. Und zwar zitiere ich ein bisschen im Psalm 1, glücklich der Mensch, der nicht dem Rat der Gottlosen folgt. Donc avec qui nous pouvons pas faire notre route. Wir können nicht mit allen Menschen gemeinsame Sache machen. Nicht mit Gesetzlosen, Gottlosen. Sondern nur mit echten Kindern Elohims. Wenn ihr einen falschen Christen auf eurem Weg trefft, müsst ihr vor ihm fliehen. Ihr dürft nicht gemeinsame Sache machen. Denn David hat uns das im Psalm 1 schon gesagt. Ich kann euch nur einen Ratschlag geben, und das ist der Ratschlag des Wortes Elohims. Das ist das Wort, das rettet. 11 à 17. Wir schauen uns Epheser 6 an. Je lis rapidement, je lis Epheser 6, je und zwar geht es ab Ephésiens, Vers 11 los. Ephésiens au chapitre 6.
Epheser 6, ab Vers 11 bis Vers 17 oder 18. Das Wort des Herrn lehrt uns das. Ich weiß nicht, ob es dir geistlich gut geht, ob du ein bisschen wackelst, ob du nicht mehr so Lust hast, dem Herrn zu dienen, ob es dir wehtut, dass Menschen dir nicht zuhören, wenn du einfach nur Gutes für sie willst. Auf alle Fälle gibt es heutzutage eine Lehre, die ist total falsch. Und zwar ist das die Lehre davon, der Herr hat schon alles am Kreuz getan, ihr braucht nichts mehr tun, ihr braucht nicht mehr beten. Es stimmt wohl, dass der Herr alles am Kreuz vom Golgatha getan hat. Das bedeutet aber nicht, dass du nicht mehr beten musst, dass du die Waffenrüstung nicht mehr anziehen musst. Denn der Heilige Geist hat Paulus inspiriert, damit er der Gemeinde sagt, ihr müsst die Waffenrichtung anziehen und ihr dürft die Hände nicht senken. Ihr könnt nicht morgens, mittags, abends ständig essen und sich dann wundern, dass man in Sünde fällt, sondern wir müssen wachen und beten. Der Herr hat zwar alles am Kreuz von Golgatha getan, das hindert den Menschen aber nicht zu beten, zu fasten und orientiert euch nicht an anderen, an gewissen christlichen Diensten oder Ämtern, die vielleicht nicht fasten. Aber wenn der Herr euch sagt, ihr sollt fasten, dann tut das lieber. Wenn irgendein christliches Amt, irgendjemand dir sagt, ein Prediger, dass der du sollst unbedingt fasten, dann tu das, was der Herr sagt. In der Bibel gibt es prinzipiell zwei Ämter, zwei christliche Dienste, und zwar der des Johannes des Täufers und der Jehoshua Maschias. Johannes der Täufer hat nicht gegessen, sondern nur sich von Heuschrecken und Honig ernährt, und sie haben gesagt, er hat einen Dämon. Jehoshua Maschia hat sich aber nicht an ihm orientiert, sondern er hat einfach gegessen und getrunken. Ihn haben sie deswegen auch kritisiert, dass er Säufer und Trinker wäre. Aber Johannes der Täufer zum Beispiel hat seinen Jüngern gezeigt, wie man fastet und betet. Aber Jesus Christus hatte nicht das gleiche Amt. Das bedeutet also nicht, dass wenn der Herr dir sagt, du sollst nichts essen, du allen sagen musst, wir essen jetzt nichts mehr. Denn du hast das persönlich vom Herrn empfangen. Genauso, wenn du glaubst, dass der Herr alles am Kreuz für dich getan hat und der Herr dir nicht befohlen hat zu fasten, kannst du auch nicht allen anderen sagen, Fasten braucht man heutzutage nicht mehr. Yahweh kann zum Beispiel dir sagen, bete da und da. Yahweh kann zu dir sagen, faste einen Tag, faste drei Tage. Wenn in dieser Welt andere Leute nicht fasten, ist es ihr Problem. Aber wenn jemand zu dir sagt, der Herr hat schon alles vollbracht, du brauchst nicht mehr fasten, dann ist es falsch. Es gibt unterschiedliche Botschaften auf der Welt, und auch wir haben vielleicht früher etwas weitergegeben oder gepredigt, was nicht mit dem Wort Elohims übereinstimmt. Im ersten Könige ist von einem jungen Propheten die Rede, der einfach nur auf andere gehört hat, nicht getan hat, was der Herr ihm gesagt hat, sondern auf andere gehört hat, die sich als große Propheten ausgaben. Und schließlich und endlich ist er gestorben. Es gibt einen christlichen Dienst, den ich sehr liebe, und zwar ist der von Apostel Schora, weil er immer wieder betont, ihr müsst Jahwe folgen. Ihr sollt nicht Menschen folgen, weil da werdet ihr euch verirren. Jahwe ist kein Mensch, er ist Geist, und ihm gehören wir alle.
dann der grand ministère, egal ob jemand einen großen Dienst hat oder eine große Berufung, aber wir alle, wir sind seine Geschöpfe und seine Gesegneten. Wenn also der Herr dir sagt, dieses oder jenes zu tun, darfst du nicht ungehorsam sein und lieber den Menschen folgen. Wenn der Herr dir sagt, rühre das nicht an, dann sollst du lieber Jahwe folgen als den Menschen, weil Jahwe bleibt derselbe. Ich wollte, das war jetzt nur eine kleine Zwischenbemerkung, eigentlich sind wir in Epheser 6, ab Vers 11. Zieht die ganze Waffenrüstung Elohims an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Hier geht es schon so los, dass man die ganzen Waffen Elohims nehmen soll, damit wir bestehen können oder widerstehen können gegen alle listigen Anschlägen, nicht gegen listige Anschläge von Menschen, von Gemeinden, von Kirchen, von Brüdern oder Schwestern, sondern von unserem gemeinsamen Feind. Egal wo du bist auf der Welt, der Teufel ist dein Feind. Die Bibel sagt uns, dass wir deswegen alle Waffen anziehen sollen. Der Sieg, der am Kreuz von Golgatha errungen wurde, der ist für dich und bevollmächtigt dich. Im Psalm 103 lesen wir, er hat unsere Sünden vergeben, er hat unsere Krankheiten geheilt. Genauso im Jesaja, durch seine Wunden sind wir geheilt. Die Bestrafung ist auf ihn gefallen und durch seine Wunden sind wir geheilt. Nicht nur Jesaja ist messianischer Prophet, sondern auch David. David hat schon vor Jesaja zu seiner Zeit Prophezeiungen bekommen und Vorhersagen. Wenn man also von Jesus spricht, von Jesus, dann ist es derjenige, der schon im Garten Eden da war, derjenige, der Adam und Eva erschaffen hat. Der Herr sei gelobt. Liebe Leute, er vergibt uns unsere Sünden. Und unsere Krankheiten heilt er. Er ist Maschia. Und was sagt die Bibel? Der Heilige Geist redet mit Paulus. Und er erklärt uns, wie wir leben sollen. Denn Adam im Garten Eden konnte noch gar nicht kämpfen, weil er kannte noch gar nicht, wer der Teufel ist. Aber der Heilige Geist zeigt uns jetzt den Weg auf, den wir gehen können, um gegen die Listen des Teufels zu bestehen. Der Herr Jehoshua Maschia ist unter uns und er hilft uns, gegen den Teufel zu kämpfen. Wir sind nur Dreck, wir sind nur Staub, aber er schenkt uns seine Gnade, er nimmt uns und zeigt uns, wie wir kämpfen können. Wie du dem Teufel begegnen kannst. Aber wie kannst du ihm begegnen, wenn du keine Gottesfurcht hast, wenn du keine Heiligung in deinem Leben hast? Die Dinge des Teufels kannst du doch nur mit dem Wort Elohims bekämpfen, nicht ohne Glauben. Man muss die Waffe nehmen, wenn man den Glauben behält. Im Psalm 60, im Vers 13, da lesen wir, schaffe uns Hilfe vor dem Bedränger. Menschenhilfe ist ja wertlos. Mit Elohim werden wir mächtige Taten tun und er wird unsere Bedränger zertreten. Wir sind in dieser Welt im Bedrängnis. Alles ist Bedrängnis. Seit Corona gibt es Bedrängnis. Bei uns zu Hause Bedrängnis. Im Predigen des Evangeliums gibt es Bedrängnis. Du zeigst Menschen den guten Weg, aber sie sind gegen dich. Das alles ist Bedrängnis, das alles ist Traurigkeit. Aber die Bibel sagt uns, für alle diese Listen und Fallen, alle diese Listen, die der Feind gegen uns hat, müssen wir die ganze Waffenrüstung anziehen.
Wir sollen nicht gegen Brüder oder Schwestern kämpfen, sondern den Feind bekämpfen. Und der Herr zeigt uns das Geheimnis, zieht die gesamte Waffenrüstung des Herrn an. Man muss sich anziehen, Du musst dich mit heiligen Waffen anziehen. Aber wenn du selber nicht heilig bist, wie soll das gehen? Du musst doch auch heilig sein. Du musst doch anfangen, dich zu heiligen. Wir müssen heilig sein und die Waffenrüstung anziehen. Manchmal gehen wir in Sünde oder sind in Ungerechtigkeit, dann geht's nicht. Und in diesem Text lernen wir, dass wir die Gottesfurcht, die Ehrfurcht haben müssen, die Reinheit, die Ehrfurcht vor dem Wort, den Glauben, die Liebe, den Respekt vor dem Herrn. Wenn wir das haben, dann können wir Sachen proklamieren und alles wird geschehen, wie wir es aussprechen, wenn wir in Heiligkeit gehen. In Epheser 6, Vers 12 lesen wir weiter, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt, nicht gegen Menschen. Seit ich geboren wurde, habe ich noch nie eine geistliche Macht gesehen, Weltbeherrscher oder so eine Gewalt, so eine Macht der Bosheit, aber sie sind da. Wir sehen sie nicht, aber wie sollen wir sie bekämpfen? Diese Mächte der Bosheit. Wir sollen nämlich kämpfen gegen diese spirituellen Gewalten und Mächte. Man sagt uns also hier, wir müssen kämpfen, nicht gegen Brüder und Schwestern oder gegen irgendeine Gemeinde oder Kirche, sondern gegen Gewalten und Mächte, gegen Weltbeherrscher, gegen Mächte dieses Zeitalters, gegen Gewalten der Bosheit. Die müssen wir bekämpfen, aber wir sehen sie nicht. Sie sind da. Diese Gewalten sind da. Die Mächte. Die sind da. Die Weltbeherrscher, die Mächte dieses Zeitalters, die boshaften Mächte dieser Welt, sie sind da. Alle, die uns verfolgen, die Ekklesia, Jahwes, die Kirche, Jahwes, sie sind da. Sie stehen vor uns. Die spirituellen Bosheiten, sie sind da. Die Fürsten und Herrscher, sie sind da. Wie sollen wir gegen sie kämpfen, wenn wir sie nicht sehen? Deswegen müssen wir bei uns jemanden haben, der sie sieht. Und es gibt einen, der sie sieht, und zwar Jehoscha Mashiach. In Matthäus 15 steht ganz klar, jemand, ein Blinder, der einen anderen Blinden führt, dann werden beide in die Grube fallen. Alle diese Geister kennen den Maschia und Maschia kennt sie auch. Und sie haben vor uns überhaupt keine Angst. Sie, auch wenn wir Salbung haben oder einen großen Dienst, haben sie nicht Angst vor uns. Sondern der Teufel hat Angst vor dem, der in uns wohnt, und zwar Jehoshua Maschia. Er hat nur Angst vor Jesus Christus. Also, bevor wir diese Waffen anziehen, müssen wir die Heiligung anziehen, also uns mit Jehoshua Mashiach anziehen. Du kannst nicht dem Feind ohne Jehoshua Mashiach begegnen. Das geht nicht. Nur mit Jehoshua geht ihr nach vorne. Nur mit Jehoshua siegt ihr. Nur mit ihm werden wir auf Raubzug, auf Beutezug gehen und bis ans Ziel gelangen, weil Jehoshua Mashiach ist mit uns. Als die ins Boot gestiegen sind und der Wind gekommen ist, hat Petrus und die Jünger nicht einen Apostel, Prediger, Pastor gerufen, sondern Jehoshua Mashiach, er selbst, der alles erschaffen hat. Wir sollen
aufwachen durch unsere Gebete. Halleluja. Wir wollen denjenigen verkünden, der uns erschaffen hat, Jehoscha Maschia. Wir sind in einem Kampf. Vernachlässigt den Kampf, vergesst den Kampf und ihr werdet sehen, wie schwach ihr werdet. Denn diese bösen Geister sind immer da. Sie bekämpfen dich doch. Denkt ihr, nur weil du die Hände senkst, lassen sie auch die Hände senken? Nein, denn sie haben eine Mission. Die Mission heißt, dich zu einem schlechten Menschen zu machen. Das ist ihre Mission. Wenn du nur schlafen willst oder falsche Lehren anhörst, die besagen, dass du nichts mehr tun musst als Christ, dann gilt das vielleicht für diese Menschen. Schaut euch mal das Leben von Elia an. Elia war wirklich ein Mann des Gebets. Seht euch mal das Leben von Paulus an. Er war nicht wie Petrus oder die anderen Apostel, sondern er war ein Mann des starken Gebets. Das heißt nicht, dass sie sich nicht miteinander verstanden haben. Sie haben sich verstanden, aber jeder hat seine eigene Berufung. Du sollst nicht immer schauen, was andere Menschen tun oder andere Menschen sagen, ah, der hat das gesagt, der hat das gesagt. Dieser Mensch, der dir das sagt, wird eines Tages sterben, aber Jahwe bleibt immer. Das Wort Jahwe bleibt immer. Die Leute, die sowas sagen, werden irgendwann sterben. Ich werde irgendwann sterben. Du selbst wirst sterben. Das Leben wird beendet sein. Jeder muss sterben. Wenn du ins Bett gehst, wirst du wirklich wissen, ah, diese Nacht werde ich sterben. Viele Menschen wissen, wenn sie ins Bett gehen, ich werde jetzt sterben. Wir müssen wirklich den Maschia anziehen. Wenn wir ihn nicht anziehen, dann werden wir nicht siegen, wenn der Kampf so stark sein wird. Wir bekämpfen nicht andere Geschwister oder Menschen, sondern wir bekämpfen die Gewalten, die Mächte, die Weltbeherrscher der Finsternis, die geistlichen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Hier lernen wir, dass sie in der Himmelswelt sind. Und im Vers 13 lesen wir, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Elohims, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Es gibt böse Tage in dieser Welt, in dieser Zeit. Du merkst es selber. Es gibt böse Tage, an denen du beginnst zu zweifeln. Zum Beispiel denkst du, ah, die anderen haben mehr Erfolg als ich, obwohl sie gar nicht glauben. Sie haben das Abi geschafft, sie haben große Häuser, sie haben ein großes Gut, sie haben Wohlhaben, ihren Kindern geht's gut, sie verstehen sich gut in der Familie, ich habe nur Probleme in der Familie, meine Frau, die glaubt nicht mal, klappt überhaupt nichts bei mir. Geliebter, Geliebte, ich ermutige dich. Du bist in einem Kampf, wir sind in einem Kampf und der Kampf ist immer da. Er wird erst aufhören, wenn du stirbst. Deswegen musst du die Waffenrüstung anziehen und musst gegen die Mächte kämpfen, die gegen dich kämpfen. Herr, ich lobe und preise dich. Du bist unser Elohim. Liebe Leute, bitte lasst nicht die Hände senken. Wir sind in einem Kampf. Wenn es irgendeinen Prediger gibt, irgendeinen christlichen Dienst, der sich hinstellt und sagt, es ist alles gemacht, du brauchst nicht mehr tun, es stimmt, es ist alles vollbracht. Aber Paulus lehrt uns hier, beziehungsweise der Heilige Geist lehrt uns im Wort, denn Paulus war ja selber ein Verbrecher, er hat ja die Gemeinde verfolgt, aber die
Der Heilige Geist benutzt ihn, um uns zu lehren, dass wir nicht die Hände senken sollen, sondern dass wir dieses Kreuz von Golgatha benutzen sollen, vielmehr, um Gutes zu tun, um zu beten, zu fasten, um Armen zu helfen, um Sachen zu tun auf der Welt. Ihr Prediger des Wortes sollt in nichts anderes den Menschen lehren. Seid gestärkt, Brüder und Schwestern. Folgt nicht Menschen. Menschen können sich irren, heute oder morgen. Ich habe nicht gesagt, ihr sollt Männern oder Frauen Gottes nicht zuhören. Das habe ich nicht gesagt. Aber ihr sollt wie Beröer sein. Die Beröer in der Bibel sehen wir, das waren Menschen, das war ein Volk. Sie haben nachgeprüft, ob es auch stimmt in den Schriften, was Paulus ihnen gesagt. Aber heutzutage gibt es so viele Menschen, die einfach ja, Amen, okay, Amen sagen. Sie sind wie Dummköpfe, wie dumme Tiere, die zum Schlachten geführt werden. Ja, Amen, Pastor, sprich, ja, Pastor. Aber wir sollen keine Menschen beklatschen. Im Vers 13 lesen wir, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Elohims, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun unsere Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Diese Pfeile, ihr kennt Pfeile, es gibt Feuerpfeile. Die Feuerpfeile des Bösen. Der Teufel zielt Feuerpfeile ab. Zum Beispiel die Unzucht ist ein Feuerpfeil. Die Geldliebe ist ein Feuerpfeil. Die Liebe der Welt ist ein Feuerpfeil. Die Kritiken sind Feuerpfeile. Die Scheinheiligkeit ist ein Feuerpfeil. Es gibt so viele Feuerpfeile des Bösen und die sind nur da, um euch zu entmutigen, uns zu entmutigen, damit wir nach rückwärts gehen. Aber der Herr, durch Paulus, durch den Heiligen Geist, hat er uns empfohlen, die Waffenrüstung anzuziehen. Jehoshua Maschia, das Schwert des Geistes, das Wort Elohims. Um stehen zu bleiben, müssen wir also beten. Ich möchte nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen, aber weiterlesen im Vers 15 und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort, Elohims Wort. Ihr müsst es lesen. Im Vers 18 steht, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu, in allem anhalten und flehen für die Heiligen. Wenn euch also jemand lehrt, ihr müsst nicht mehr beten, dann stimmt das nicht. Ich habe auf YouTube letztes Mal jemanden gehört. Er sagt, wir müssen nichts mehr tun, nicht mehr beten. Ich habe mir gedacht, solche geistlichen Idioten. Ihr könnt predigen, was ihr wollt. Predigen. Prediger, wenn ihr essen wollt, ihr könnt essen. Ihr könnt von mir aus von 0 bis 24 Uhr im Supermarkt euer Essen kaufen. Aber das betrifft euch selber. So wie Apostel Schora eines Tages gesagt hat, ich gehe nicht zum Doktor. Aber das ist mein eigener Glaube. Ich werde niemals zu Leuten sagen, geht nicht zum Doktor. Das ist doch euer Leben.
Ich sage nur, dass ich nicht zum Doktor gehe. Also wenn ich dich, wenn du oder ich, wenn dir der Kopf wehtut, ja, dann gehst du zum Doktor, wenn du willst. Und wenn du dich auf irgendeinen Prediger berufst, der sagt, ich gehe nicht zum Doktor, und das bei dir aber nicht klappt, dann wirst du irgendwann mal ihn anklagen. Bei der Hochzeit von Kana hat die Mutter Jesu genau gesagt, tut, was er euch sagt. Nicht, weil jemand sich als Prediger Elohims ausgibt und zu dir sagt, mach A, B, C, musst du das unbedingt tun. Du hörst nur ihm zu und gehst vielleicht schnurstracks in die Hölle, weil du nur tust, was Menschen dir sagen, und hörst dir auf YouTube vielleicht nur Predigen an, die Seelen töten. Wir sollen uns mit der Waffenrüstung Elohims anziehen, mit Yehoshua Mashiach. Schaut mal, es ist wirklich Schmutz und Dreck, den wir heute erleben. Ich weiß nicht, aus welcher Bibel diese Prediger lesen oder ob sich für die das Wort Elohims geändert hat, aber es gibt Leute, die predigen komische Sachen. Ich verstehe das nicht, das verstehe ich einfach nicht. Wir sind im Buch Luk. Wir gucken mal in das Lukas-Evangelium rein. Wir sind im Livre de Luc, im Buch Lukas, 21, Kapitel 21, damit möchte ich aufhören. Da steht ab Vers 34, hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen und jener Tag plötzlich über euch hereinbricht, wie ein Fallstrick. Denn er wird über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden ansässig sind. Wacht also und betet zu aller Zeit. Diese Nachforschungen hat Lukas angestellt. Er war selber kein Augenzeuge, sondern hat mit Petrus, Bartholomäus, Andreas und allen anderen Jüngern gesprochen, die mit Yehoshua Mashiach gelebt haben. Er hat diejenigen, die mit ihm gegessen und gelebt und im gleichen Raum geschlafen haben, die haben ihm alles gelehrt, was der Herr sie gelehrt hat. Und er hat gesagt, sie sollen alle Zeit beten. Wenn wir also nicht beten wollen, was wird aus uns? Um stehen zu bleiben, müssen wir beten. Wenn der Herr euch sagt, mach dieses oder jenes, dann zögere nicht, tu es einfach. Nicht weil der Pastor oder der Apostel oder Prediger was anderes sagt, sollst du dem folgen. Sonst gehst du doch in die Hölle. Weil du mehr Menschen folgst und mehr auf Menschen hörst, als auf den Herrn. Hören wir doch auf Jahwe, ziehen wir uns mit den Waffen des Herrn an. Es reicht, wenn du Jahwe folgst. Du musst durch den Heiligen Geist inspiriert sein. Die Waffen des Geistes ist der Heilige Geist selber. Er wird dir zeigen, wie du dich in deinem Kampf verhalten sollst. Schaut mal das Beispiel von David und Goliath. Die Israeliten, die konnten nicht gegen Goliath kämpfen. Sie konnten nicht im Einzelkampf miteinander gegen jemanden kämpfen. Das haben sie nicht gelernt. Aber David hat das gelernt, und zwar im Busch auf dem Feld, als er noch Hirte war, als er gegen Löwen und Bären kämpfte. Und das hat er gelernt und hat dann angewendet. Geliebte, seid gesegnet, lasst nicht eure Hände sinken, werdet nicht mutlos. Der Herr ist mit euch, der Herr hört euer Gebet. Er liebt euch sehr, er liebt uns sehr. Jahwe sei gelobt im Namen Yehoshua Mashiach. Amen, Amen.